Hallo aus Verden. Wir sind hier bei den Fachtagen, den ersten ProKlima-Fachtagen überhaupt. Und die Leute sind absolut begeistert. Und neben mir ist Conny Lessing, die Projektleitung der ProKlima-Wissenswerkstatt. Conny, warum sind wir hier in Verden? Heidi, das ist gar nicht so schwer. Wir haben gerade unser neues ProKlima-Wissenswerkstattzentrum hier eröffnet. Und demnächst werden hier auch ganz viele unserer Seminare stattfinden. Und das in Norddeutschland. Das ist ganz neu. Und wir sind aber nicht in der Großstadt. Warum Verden? Wir befinden uns hier im Norddeutschen Zentrum für nachhaltiges Bauen. Und hier gibt es das erste Strohballenhaus Europas. Und das passt natürlich super zu unserer Philosophie. Genau, und das Strohballenhaus hat ja wirklich Leute begeistert. Wir haben gestern das Strohballenhaus vorgestellt. Es gab eine Führung mit dem Architekten Thomas Isselhardt. Heute sind die Leute vor allem begeistert, weil es auf einmal 3 Workshops parallel gibt. Warum hast du das so entschieden? Ja, genau, das ist ganz wichtig, weil wir haben hier ganz viele verschiedene Leute, verschiedene Menschen mit verschiedenen Interessen und wir wollen, dass für jeden was dabei ist. Jeder soll sich das rausziehen, was er für seinen Arbeitsalltag, auch für seine Praxis gut gebrauchen kann, womit er weiterkommt. Und wenn Sie nicht in Verden jetzt dabei sein konnten, es gibt auch noch andere Fachtage und zwar im Juni in Schwetzingen. Da können Sie sich schon anmelden in fachtage-schwetzingen.de. Und? Genau, und wir haben nicht nur die Fachtage in Schwetzingen, da startet auch unser Bauslam und zwar schon zum 3. Mal, Heidi. Genau, und 5 Ingenieure erklären Bauphysik kurz und unterhaltsam. Sie denken, das geht nicht? Dann schauen Sie doch einfach mal auf bauslam.de. Wir freuen uns auf Sie!